Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Portal 2 der Singleplayer-Kampagne. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, in der zweiten Testkammer mit dem Rückstoßgel. Mal gucken mal, was wir hier machen können, nicht wahr? Also, was macht der Knopf? Da muss ich mich ja wahrscheinlich was komplett drauflegen, das macht es da oben auf, geht aber dann wieder zu. Da oben hin. Ah. Zack. Perfekt. Dann wollen wir mal hier wieder hochspringen. Kommen wir hier. Wir hier wieder durch. Können wir jetzt hier drauflegen. Und können dann da hochspringen mit. Miau. Perfekt. Was passiert hier durch? Da oben macht sich das Ding auf. Ah ja, okay. Das ist doch hier dieses. Perfekt. Das ist aber fies hier. So, damit ist das hier auch offen. Dann kann ich jetzt hier. Da dran, hier auf dem Boden. Jawohl, hat funktioniert. Perfekt. So, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Diese... Ich will jetzt nicht sagen Vergleiche, sondern die... Was hier jetzt von der... Person eingesprochen wird, ist echt manchmal unglaublich dämlich, aber witzig. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Ja, die Jungs im Labor danke. Sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ja, bitte, ne? So. Ich wollte, glaube ich, vorhin noch irgendwas sagen. Ich habe es vergessen. Ach so, diesen Vergleich. Lass dich nicht von Rückstoß treffen, denn lass dich nicht davon treffen. Oder wie das war. Das ist ja schon. Warum habe ich das jetzt hier gemacht? Warum habe ich das jetzt hier gemacht? Ich weiß es nicht. Muss doch bestimmt. Da hoch. Das sieht richtig aus. So. Jetzt muss ich bestimmt. Guckt hier oben oder was? Nö. Jetzt muss ich bestimmt da rein. Ha! Dein Stil gefällt mir. Haha. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinen, ich kann keinen lassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rappen sind teuer. Platsch. So, mal gucken. Erstmal hier hin. Dann kann ich nämlich da hoch. So. Was gibt's hier hinten? Abgrund. Abgrund tiefe Verachtung.
das ja auch schon mal gemacht, wenn ich darüber kommen würde, ne? Ach, das war jetzt dumm. So, hab ich mir hier eine Bahn zurechtgelegt. Aha. Jetzt kann ich hiermit sagen, ich hätte gerne. Pfui! Das hier drüben. Was mir das aktuell bringen wird, weiß ich noch nicht. Ah, ich kann aber jetzt. Klappt das? Damit, darüber, dann darauf und dann nach da hinten. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Es funktioniert. Auf geht's in den Fahrstuhl. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Auch wieder nett. Sagst du, sagst, ich soll es nicht tun, dann werde ich es doch wohl fast safe tun. So funktioniert das nun mal. Wenn du zur Kontrollgruppe so. Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinem Schädel implantiert. Hin. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Das Wasser sorgt dafür, dass ich das wieder wegwischen kann. Oh Gott, das war nicht geplant. Lol. Moment. Ach so, oh. Ja. Jetzt würde es nämlich, wenn es jetzt hier rauskommt, nämlich wieder weggewischt werden. Genau. Deswegen war das schon ganz gut. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Das ist so wenig, was da rauskommt. Das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Ja. Genau. Dürfte passen, oder? Ja, das hat gepasst. Super geil. Und da muss ich hin. Fahre ich dann hier irgendwo? Was bringt mir das? Ganz ehrlich, was bringt mir das? Ich kann hier jederzeit wieder hoch. Kann ich hier hinten was machen? Nein. Ich muss hier hinten hoch. Wollen wir mal gucken.
Hier brauche ich Gel. Das kommt dann hier raus. Dann springe ich da durch, dann bauen sich und dann komme ich nach da oben. Ich denke, dass es so funktionieren wird. Nur wie? Natürlich. Wenn ich jetzt da durchspringe, dürfte es klappen. Haha. Ich dachte, ich kann. Kann ich so und da drauf? Ja. Haha. Quatsch nicht. Ich bin nicht eine Angstreaktion. Diese Pavillonen machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roter BHs brennen könnten. Ich war niemals Astronaut, kein Soldat oder Kreuzfahrer. Haha. Komplett hier rausgesprungen, würde ich gerade sagen. Nur der Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Du sollst abgewaschen werden, du Würfel. Nein. Bleib doch mal hier. Ist das dein Ernst? Bleib da, dann gehe ich halt eben mit dir an das Wasser dran. So. Blöder Würfel. Fahrstuhl bringt mir was? Ich denke gerade mal nix, oder? Mir das was? Natürlich nicht, ne? Aber wenn ich jetzt hier den Dings wieder ein bisschen bouncen lasse, den Würfel, das geht nicht. Ich komme ja gar nicht bis da dran. Achso, zack. Haha, sehr gut. Erst mit Gelee belegen, dann mit Wasser, dann wieder mit Gelee. Kannst du dich mal entscheiden? Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto. Was machen Sachen? So. Ich bin mal gespannt. Ich gehe schon stark davon aus, dass es bald der Fall sein wird. Moment. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich bestimmt darüber. Hoffe, dass Sie uns auch bei den nächsten Experimenten die ich bin Treue gespannt, halten. Wann der Zeitpunkt Wir kommt, das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn wo ich echt arge Probleme also bekomme. Dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Stimmt, irgendwann bald. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ein bisschen dumm. Ja, habe ich mir schon was gedacht. Hier hinten kommt man nicht weiter. Man muss da rüber. So, hier geht's entlang. Ah, hier kriegen wir auch das orangene Gel. Das orangene Gel war noch mal was schneller werden, ne? Meine ich. Muss ich jetzt hier auch irgendwo anschalten? Nein? Schade. Obwohl, vielleicht da oben. Nein? Nein. Aber vielleicht da
Nur wie komme ich nach da oben rein? Natürlich. Ich kann noch nicht dahin. Scheiße. Ich komme ja so nicht dran. Kann ich das, wenn ich da mit dem Faden gegenfliege, zerstören? Kann ich nicht. Funktioniert nicht ganz so gut. Ich muss ja irgendwie das da und mich dann mit Geschwindigkeit hier runterfahren lassen. Komme ich dann noch irgendwie anders da hoch? Oder ist das die einzige Möglichkeit? Das Ding ist ja, von hier aus kannst du da dran schießen. Aber nicht, wenn du da oben stehst. Muss man da schnell sein wieder? Is that the way to go? Aber das kann ja nicht sein. Das wieder the way to go ist. Ja nicht. Kann ich ja gar nicht hinschießen. Hier irgendwas machen. Also, dass ich später darüber gefeuert werden muss. Ich will das aktuell nicht. Ich sehe das aktuell schon. Ich habe eine Idee, dass ich weiß, wie. Möglicherweise funktioniert das so. Jetzt muss ich nur noch die Wand finden. Mit dem Orangen. Haha, sehr schön. Ja, jetzt laufen die beiden Gels. Perfekto. Sieht man das hier drüben schon? Okay. Control Room? Ja. Hier muss ich mich doch bestimmt auch wieder irgendwie hier so rüberschießen lassen. Sei gegrüßt, mein Freund. Ja, ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In Bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Halt die Wand. Zack. Was gibt es hier? Auch nichts. Scheides. Genug Räume. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen,
Zack, zack, damit hier auf diese Ebene springen können. Vielleicht gibt es da was. Das andere sehe ich nicht. Ich guck da erstmal. Oder aber hier und hier, dass ich darüber zu dem Fahrstuhl fliege. Ich gucke erstmal da drüben. Zack. Hallo. Du tötest doch gern. Könntest du, au, diesen Vogel für mich töten? Ah, du bist hier. Ich denke, dass wir definitiv hör mal auf zu labern. Hier wären wir wahrscheinlich niemals rübergekommen, wenn wir nicht diesen Schalter aktiviert hätten, womit das da hochgezogen wurde. Deswegen hätten wir eh erst hier hingemusst. Das ist ganz, ganz gut. Und jetzt zack rüber. Hui! Perfekt! Aperture Science Innovators. Teil 7, das Wiedersehen, alles klar. Werden wir wahrscheinlich bald wieder auf Weekly treffen. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die $60. Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle hier? Was passiert hier? Ah, verstehe. Gehen wir doch erstmal hier hoch. Drücken auf die Knöpfchen. Perfekt. Dann werden wir wahrscheinlich in das untere mit reinkommen. Weil für das obere müssen wir das Ding aufstellen. Zack! Okay. Das war schon ein bisschen dumm, was ich jetzt gemacht habe, ne? Funktioniert das so lange? Wahrscheinlich nicht. Ah, doch klar. Ja, so machen. Und dann so machen. Perfekt. Und rüber! Und rüber! Hi, ich hab keinen Cube. So. Da. Und da. Das bedeutet nämlich, ich
kann den hier drauf setzen. Es bleibt oben und ich komme nach da oben. Das ist halt nicht so gut funktioniert. Oh, fast runtergefallen. Nochmal. Warum hat das nicht richtig funktioniert? War ich zu langsam? Ah, jetzt. Jetzt. Okay, mit dem Knopf macht man die Tür auf. Aber wie kann ich denn so viel Geschwindigkeit? Ich weiß, wie man so viel Geschwindigkeit aufbauen kann. Ich brauche gar kein Gel mehr. Wie kann ich so viel Geschwindigkeit aufbauen? Indem ich den Weg andersrum gehe, oder? Haha, es hat funktioniert. Sehr schön. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Was gibt's denn hier oben? Ich sehe so eine Kammer. Finde ich hier was Schönes? Warum kann man denn in diese Kammern rein? Cave Johnson und seine andere. Die Leute dort auf dem Foto kommen mir irgendwie bekannt vor. Das ist doch der Leiter hier, nur ein bisschen älter als auf den anderen Bildern. Und seine Assistentin, die so ein bisschen dumm ist, oder? Naja. Blaue, orangene. Ich brauche beide. Ich brauche erstmal hier das Orangene, ja. Da müsste ich glaube ich richtig sein. Und jetzt brauche ich hier. Oh Gott. Einmal das Blaue. Weil damit das nur hier die Ecke ist. Damit dürfte ich darüber springen können, denke ich. Haha. Perfekt. Hier ergibt sich aber ein Fehler in meinem wunderbaren Plan, nämlich ich muss zurück. Ich bin so blöd. Okay, nochmal. Nee, dann muss das hier da weg. Ich muss da weg. Das war so dumm, was ich gemacht habe. Blau hier dran. Orange hier dran. Orange nur hier dran. Und jetzt dürfte das funktionieren, was ich vorhabe. Nee. Warte mal, orange hier dran. Und von hier aus, orange ist da, blau daran, hier rüber, blau jetzt da dran. So müsste es gehen. Ja. Haha. Oder Olympiasieger. Mit deiner Perfekt. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten.
Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Ich habe auch nicht hier reingeschissen. Ja? Oh, neues Aperture-Logo. So. Alles klar. Wer noch weitere $60 verdienen will, sagt mir Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Ja, es ist okay. An dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like oder vielleicht auch ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Kritik gerne in die Kommentare. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder Portal 2, die Singleplayer-Kampagne spielen. Bis dahin, ciao.